Stefan Weil ist fest entschlossen. Auch nach 10 Jahren Amtszeit will er ganz oben an der Spitze der niedersächsischen Landesregierung bleiben. Dabei ist die bevorstehende Landtagswahl für den amtierenden Ministerpräsidenten ein ziemlicher Drahtseilakt zwischen nüchterner Sachpolitik und hartem Wahlkampf. Inmitten der Corona-Pandemie und der Energiekrise droht jeder Schritt zur Schlingerpartie zu werden. Wie sich der SPD-Politiker trotz schwieriger Ausgangslage zum Sieg hangeln will und ob er dafür nach so langer Amtszeit überhaupt noch genug Power hat, im Hochseilgarten in Hannover stellen wir Stefan Weil auf die Probe. Ja, Herr Weil, wir sind ja jetzt hier doppelt und dreifach gesichert, da kann ja eigentlich gar nichts mehr passieren. Ganz anders ist das aber in der Politik, da besteht ja durchaus bei jeder Wahl natürlich auch das Risiko einer Niederlage. Warum gehen Sie dieses Risiko jetzt nochmal ein? Na, erstens sollte eine Wahl immer eine Sache der Überzeugung sein. Das gilt für die Kandidierenden genauso wie für die Wähler. Und ich kann wirklich sagen, dass meine Verbundenheit mit dem Amt und dieser Aufgabe in den letzten Jahren gerade wegen der schwierigen Bedingungen noch mal wesentlich stärker geworden ist. Und ich glaube, vor uns liegen wirklich entscheidende Jahre. Und da will ich meinen Anteil dazu leisten, dass es gut geht, wenn die Wähler das wollen. Dass auch hier in der Eilenriede alles gut geht, liegt jedoch komplett in unseren Händen. Wie es in der Politik ganz nach oben geht, das hat Stefan Weil in den vergangenen Jahren zwar mehrfach unter Beweis gestellt, der Seilgarten jedoch ist auch für den 63-Jährigen ungewohntes Terrain. Herr Weil, was ist denn eigentlich einfacher, nach oben zu kommen oder sich tatsächlich oben zu halten, oben zu bleiben? Beides ist schwer, es hängt immer von den Bedingungen ab. Ich muss sagen, wenn man doch länger in einem Amt ist, dann hat man den Eindruck, das zweite sei das schwierigere. Aber dann ist man am nächsten Tag wieder mit irgendeiner Überraschung konfrontiert und weiß, es ist genau andersrum. Also die Summe der Probleme bleibt immer gleich, würde ich sagen. Ja, und je länger man oben ist, desto mehr droht man ja auch tatsächlich den Kompass für das zu verlieren, was gut und richtig ist. Ist es zum Beispiel richtig, jetzt inmitten der Krise, also inmitten des Ukraine-Konfliktes, inmitten der Corona-Pandemie, steigender Lebensmittel, Energiepreise, Wahlkampf zu machen? Oder muss man sich da nicht komplett aufs Regieren konzentrieren? Also erstmal abgehoben bin ich, glaube ich, nicht. Und im Übrigen, die Demokratie, die haben wir in guten und in schwierigen Zeiten. Und ich würde uns nicht empfehlen, dass wir jetzt die ganze demokratische Diskussion und vor allen Dingen auch die Legitimation bleiben lassen, weil wir nun mal in schwierigen Zeiten sind. Aber in diesen schwierigen Zeiten ist natürlich auch der Wahlkampf anders. Da drehen sich die Fragen dann eben nicht um die typischen Fragen der Landespolitik, sondern vor allen Dingen in diesem Fall um Energiepolitik. Wir haben ja jetzt von hier oben auch einen ganz guten Überblick, auch über die vergangenen Jahre, gerade wenn man so zurückschauen auf die GroKo. Sie selber haben ja gesagt, Sie wollen die GroKo am liebsten nicht fortsetzen. Warum? Fällt Ihre eigene Bilanz da so verheerend aus oder was ist der Grund? Nein, das kann man nicht sagen. Es war eine absolute Überraschung, dass SPD und CDU nach den Landtagswahlen zusammen eine Regierung gebildet haben. Das hatte eigentlich niemand auf dem Zettel. Und auf der Grundlage ist eine Koalition bekennender Konkurrenten entstanden. Und wir haben das dadurch gelöst, dass wir sehr sachlich, sehr professionell zusammengearbeitet haben, gerade in der Pandemie auch sehr eng. Das war auch gut fürs Land. Aber je länger die Legislaturperiode dauert, desto klarer werden auch die Gegensätze zwischen SPD und CDU. Und wenn ich mir jetzt mal vorstelle, wir würden das so noch weitere 5 Jahre machen, ich bin ziemlich sicher, Niedersachsen käme so in eine Phase des Stillstands, der gegenseitigen Blockade. Und das kann unser Land überhaupt nicht gebrauchen. Um da eben nicht in den Seilen zu hängen, wird es ohne einen politischen Partner aber auch in Zukunft nicht gehen. Das stellt die nächste Challenge mitten in der Eilenriede eindrucksvoll unter Beweis. Denn instabile Verhältnisse können, ganz auf sich alleine gestellt, schnell zu einer wackeligen Angelegenheit werden. Wie wichtig ist denn gerade auch in der Politik ein verlässlicher Partner? Sehr. Nicht immer in solchen extremen Situationen wie jetzt, aber Politik ist ein Mannschaftssport. Wenn man sich da nicht gegenseitig in der Mannschaft drauf verlassen kann, dann hat man es richtig schwer. Es gilt in der eigenen Partei, aber es gilt eben auch in Koalitionen. Zu welchem Koalitionspartner haben Sie denn das größte Vertrauen? Ich habe von 2013 bis 2017 mit den Grünen eine Landesregierung gebildet. Das hat auch sehr gut funktioniert. Und der springende Punkt ist, glaube ich, vor allen Dingen, es ist nicht so, dass eine rot-grüne Koalition eine Liebesbeziehung wäre. Aber man will im Prinzip dieselben Ziele erreichen. Und dann streitet man sich darum, was ist jetzt der nächste Schritt und wie weit können wir gehen. Das ist alles in Ordnung. Aber es gibt eigentlich relativ wenig Dissens über Richtungsfragen. Und das ist das, was wir jetzt brauchen. Wir brauchen Bewegung. Gerade jetzt ist es wichtig, die Verbindung zu den Menschen nicht zu verlieren. In Zeiten von Pandemie, Ukraine-Krise und steigenden Preisen wünschen sich viele Bürgerinnen und Bürger Stabilität und Sicherheit. Gleichzeitig wachsen aber auch Unmut und Verunsicherung.
Es wird gefühlt immer wackeliger und gefühlt auch immer unsicherer. Ich meine, wir haben jetzt hier noch einen ganz guten Halt. Aber was wollen Sie denn tun, damit unsere Gesellschaft nicht am Ende gänzlich den Halt verliert? Also wir haben ja schon in den letzten Jahren durchaus schwierige Zeiten gehabt. Und da gibt es, glaube ich, zwei Lehren. Wir brauchen einen starken, einen aktiven Staat, der auch wirklich interveniert. Und die andere Seite ist eine starke Gesellschaft. Menschen, die zusammenhalten, die sich gegenseitig stützen, die auch nicht gegenseitig sich runterziehen, also alles mies machen, sondern auch immer wieder zeigen, pass auf, es geht weiter. Denn das darf man auch sagen, wir haben zum Beispiel eine Riesenchance, dass nach dieser Krise Niedersachsen das Energieland Nummer eins für ganz Deutschland ist. Und die müssen wir nutzen. Nun haben wir beide ja hier eine ganz, ganz gute Absicherung. Viele Bürgerinnen und Bürger haben das nicht. Was können Sie tun, damit die am Ende nicht gerade im Winter vor lauter Steigerung der Kosten ja sprichwörtlich in den Seilen hängen? Ja, das ist die Schlüsselfrage für mich gerade. Weil das darf uns nicht passieren. Wir haben die Banken gerettet, wir haben in der Pandemie viele Wirtschaftsunternehmen gerettet. Und jetzt fragen viele Bürgerinnen und Bürger, wie geht's mit mir weiter? Also deswegen arbeite ich wirklich intensiv daran, mit vielen anderen auch, den Bund dazu zu bewegen, auch ebenso wie in den vorangegangenen Krisen wirklich massiv zu intervenieren. Und zwar gerade für die Menschen mit den kleinen Einkommen, aber auch mit den mittleren Einkommen. Ich hoffe, dass da viel passieren wird. Es muss viel passieren, denn aus der Energiekrise darf keine soziale Krise werden. Besonders in der Kritik steht ja auch die sogenannte Gasumlage, also pauschal erstmal alle Menschen zu belasten, um sich dann mühsam irgendwie zu überlegen, die wieder zu entlasten. Das versteht doch am Ende kein Mensch mehr, oder? Ja, das ist auf den ersten Blick wirklich nicht zu verstehen. Man muss sich nur klar machen, jetzt wird gewissermaßen auf der Ebene des Großhandels etwas abgefedert, was ansonsten wir alle obendrauf noch einmal bei unseren persönlichen Stadtwerke-Rechnungen sehen würden. Das heißt, unter dem Strich ist das für die Bürger eine bittere, aber trotzdem eine richtige Entscheidung. Aber gar keine Frage, das hätte man auch alles gut in einem Atemzug machen können. Dass das immer so nacheinander kommt, das ist natürlich eher geeignet, noch immer ein bisschen mehr Verwirrung zu stiften. Wie nah dran ist die Politik? Wie nah dran sind Sie eigentlich noch am Menschen oder sind Sie da am Ende doch schon ziemlich abgehoben, so wie jetzt hier oben? Nein, für mich kann ich wirklich sagen, ich glaube, dass ich da ziemlich nah dran bin. Ich rede ja jeden Tag mit den Leuten und zwar nicht nur im Wahlkampf, um das klar zu sagen. Ich bin ja wirklich viel in Niedersachsen unterwegs und deswegen bilde ich mir ein, dass ich ganz gut nachvollziehen kann, wie es vielen zumute ist. Wissen Sie, wenn Rentnerinnen, Rentner zu mir kommen, zeigen mir das, was sie als Rente kriegen und zeigen mir dann aber auch, wie viel sie für welche Posten Monat für Monat jetzt schon ausgeben müssen, dann sagen sie, damit komme ich gerade mal so eben um. Aber ich schaffe das nicht obendrauf. Dann kann ich das sehr gut verstehen und auch nachempfinden. Das sind dann teilweise Menschen mit Tränen in den Augen. Es sind hochemotionale Themen, die schnell auch die Wahl entscheiden können. Heute jedenfalls macht Stefan Weil freiwillig den Abflug, kontrolliert und selbstbestimmt. Wie das allerdings bei der Landtagswahl aussieht, entscheiden allein die Bürgerinnen und Bürger am 9. Oktober. Noch mehr spannende Talks mit unseren Landespolitikern findet ihr hier auf diesem Kanal. Am besten jetzt schnell abonnieren oder ihr schaut einfach mal ganz klassisch unsere Regionalsendung im Fernsehen an. Immer montags bis freitags zeigen wir euch um 18 Uhr jede Menge informative und unterhaltsame Geschichten aus Niedersachsen und Bremen. Einschalten lohnt sich also. Bis dann.